Bücherfreunde und herzlich willkommen bei meinen Neuzugängen aus dem Januar 2017. Ja, stellt euch vor, der Januar ist schon wieder vorbei und es sind einige Bücher bei mir eingezogen. Und ich bin positiv erschrocken, als ich diesen Stapel jetzt zusammengesucht habe. Und ich führe ja meine Neuzugänge an und für sich in der Excel-Liste, wo ich mir dann auch dazu schreibe, ist es ein E-Book, ist es ein echtes Buch, ist es ein Hörbuch, was hat es gekostet, kam es vom Verlag, ist es ein Rezi-Buch, ist es ein Geschenk gewesen, Gutschein, habe ich es getauscht, was auch immer. Das versuche ich ja immer in der Excel-Liste zeitnah einzutragen. Doch im Januar war so manches anders. Ich habe sehr viele Klebeblättchen, Notizen drauf gemacht, wenn zum Beispiel meine Thalia-Bestellung da war, wenn ich bei Thalia war, was ich zum Geburtstag bekommen habe. Habe so lauter Einzelzettel in meinem Bullet Journal geklebt und habe jetzt alles so übertragen und dachte jetzt, okay, der Januar ist wohl irgendwie eskaliert. Zu meiner Entschuldigung möchte ich allerdings anbringen, dass es ja mein Geburtstagsmonat war und ich ja auch zu Weihnachten den ein oder anderen Gutschein bekommen habe. Und da natürlich so einige Bücher dabei waren, die ich mir durch diese Gutscheine geholt habe. Beziehungsweise eben auch so einige tolle Neuerscheinungen im Januar dabei waren, die mir dann vom Verlag zur Verfügung gestellt wurden. Und ja, ich habe eigentlich keine Entschuldigung. Aber Leute, ich freue mich über jedes Buch, das bei mir eingezogen ist. Und es sind so tolle Geschichten dabei. Manche sind schon gelesen und das ist auch immer toll. Und ja, es gibt, ich rede gar nicht lange um den heißen Brei. Es sind 27 neue Bücher geworden. Echt der Wahnsinn. Ich habe echt gedacht, boah. Ja, Steffi, jetzt reiß dich mal im Februar zusammen. Und da bietet sich natürlich an, dass es im Februar für mich persönlich keine allzu vielen guten Neuerscheinungen gibt und ich den Februar mal wieder so ein bisschen auserkoren habe zum Rezi-Anfrage-Kaufverbotsmonat. Wird wahrscheinlich nicht ganz klappen, weil ich glaube, so ein, zwei Bücher sind trotzdem dabei. Aber ich habe aber noch Thalia-Gutscheine und laufe ich doch nochmal durch die Thalia. Ich bekomme ja im Februar auch Besuch von der lieben Susan und ich glaube, dass wir auf jeden Fall in die Thalia gehen werden. Und da wäre es ja irgendwie blöd, wenn man dann sagt, nee, kaufe ich nichts. Von daher kann ich keine Versprechungen machen, aber ihr seid ja eigentlich hier, um all die neuen tollen Bücher zu sehen, die bei mir eingezogen sind. Und ich denke, wir fangen direkt mit dem ersten an. Und zwar ist das Red Rising, der zweite Teil im Haus der Feinde. Ist als E-Book bei mir eingezogen, dankenswerterweise vom Verlag. Wir haben ja im Dezember den ersten Teil Red Rising verschlungen, der irgendwo hier oben steht und haben uns ja eigentlich direkt nach Beenden des ersten Teils darauf verständigt, dass wir mit Teil 2 in der Lesegruppe sozusagen weitermachen werden und ich war so frei, das Buch anzufragen beim Verlag und es ist bei mir eingetrudelt und ich habe mich mega gefreut und ich werde es jetzt auch als E-Book lesen. Weil ich habe ja den ersten Band zwar als Taschenbuch hier, aber ich weiß halt nicht, das ist halt, denke ich, tatsächlich keine so Herzensbuchreihe, die ich im Regal haben möchte. Und wenn, reicht mir ja, dass der erste Teil als Erinnerung hersteht. Und ja, zu einem zweiten Teil natürlich zu was zu erzählen, ist relativ schwierig. Wir sind ja hier auf dem Mars, wir sind hier so ein bisschen in einer Art Dystopie. Und es geht sehr spannend zu, wir haben einen männlichen Protagonisten, was ich sehr interessant finde, das trifft man ja tatsächlich eher seltener bei Dystopien. Normal gerade im Jugenddystopie-Bereich hat man ja sehr oft eine Frau, hier haben wir einen männlichen Protagonisten, was ich sehr cool finde. Und ich mochte die Schnelligkeit, die Brutalität und ich mochte auch die Idee, dass wir eben auf dem Mars sind. Und mir hat der erste Teil sehr, sehr gut gefallen und gerade das Ende war ja dann nochmal so mit einem halb gemeinen Cliffhanger und ich möchte jetzt unbedingt wissen, wie es natürlich weitergeht und freue mich auch, dass es am 1. Februar mit dem Lesen, dass wir da starten, wieder in der Gruppe und es wird auf jeden Fall Spaß machen. Das zweite Buch ist dann Ein Tag für ein neues Leben von Ellie Harris. Das ist auch im Januar erschienen und ist auch als E-Book bei mir eingezogen. Ja, das Buch hatte mich angesprochen, irgendwie durch das Cover, wo jetzt manche sagen würden, Steffi, meine Güte. Ja, so habe ich ähnlich auch gedacht. Doch dann steckte hinter diesem etwas merkwürdig ansprechenden Cover tatsächlich eine Geschichte, die mich echt neugierig gemacht hat. Denn es ist so eine Was-wäre-wenn-Geschichte, wenn man einen anderen Job angenommen hätte,
einen anderen Typen irgendwie angesprochen hätte, wäre man da tatsächlich glücklicher? Was würde denn passieren? Und wir haben hier Bea, die eben das Bewusstsein verliert und dann eben die Möglichkeit hat, nochmal etwas anders zu machen in ihrem Leben. Und dass sie dann eben merkt, dass beide Leben wohl glückliche und unglückliche Momente bereithalten. Und welches aber dann ein Happy End gibt, muss Bea selbst herausfinden. Ich mag Was-wäre-wenn-Geschichten. Ich mag diese Idee auch manchmal beim eigenen Leben. Was wäre gewesen, wenn das und das anders gewesen wäre? Ist nicht so, wie wenn man immer irgendwas bereut, aber manchmal hat man ja so Momente, wo man sich denkt, ach, was wäre wohl, wenn? Und also das finde ich immer sehr spannend und hoffe, dass das Ellie Harris auch sehr gut hinbekommt. Dann ein Buch, das irgendwie schon in aller Munde ist, und zwar ist das Das dunkle Herz des Waldes, welches schon im November erschienen ist von Naomi Novik. Ich hoffe, ich habe mir den Namen richtig aufgeschrieben. Und dieses Buch ist, glaube ich, mit sehr gemischten Meinungen schon auf BookTube unterwegs. Die einen, die es brillant finden, die anderen, die es schwierig zu lesen finden. Und auch die, die irgendwie denken, das war es irgendwie nicht so richtig. Ja, wir haben hier Agnieszka. Ich habe ihr den Namen extra aufgeschrieben. Ich glaube, ich habe ihn jetzt trotzdem auch falsch ausgesprochen. Sie liebt das Tal, in dem sie lebt. Das ist nämlich ein beschauliches Dorf mit einem silberglänzenden Fluss. Diese Beschreibung fand ich grandios. Und sie lebt eben im dunklen Walde. Und es gibt aber einen Schatten, der eben sich böse über das Dorf legt. Kann man das so sagen? Ich glaube, das ist jetzt gutes Deutsch. Das ist, wenn man sich nur Notizpunkte macht, da ist es immer ein bisschen doof, das nochmal nachzuvollziehen, geschweige denn es abzulesen. Und einzig der Drache, ein Zauberer, kann diese dunkle Macht unter Kontrolle halten und hat aber einen hohen Preis für seine Hilfe. Und es klang nach Fantasy, nach einer starken Protagonistin, nach einem Drachen, nach Zauberei, nach einer bösen Macht, die da strebt. Und das alles in wunderbarer Umgebung, so hatte ich zumindest im Klappentext das Gefühl. Ich bin sehr, sehr gespannt, was jetzt sich da so dahinter verbirgt. Die Gefahr ist natürlich, wenn man sich vorher recht viele Rezensionen durchliest, anguckt oder so ein bisschen reinhört, dass man irgendwie manchmal denkt, oh, wird das was für dich sein? Ich werde aber auf jeden Fall jetzt im Februar reinlesen, werde auf jeden Fall mein Glück mit dem Buch versuchen und mehr als, dass es mir nicht gefällt und ich es abbreche, kann natürlich nicht passieren. Aber es klang auf jeden Fall super spannend und klingt auch jetzt noch super spannend, wie ich jetzt so die Notizen dazu gemacht habe und dachte mir, Mensch, eigentlich hat es dich schon sehr angesprochen, es wird Zeit, dass du es auf jeden Fall liest. Auch das nächste ist ein E-Book, und zwar Eleanor von Jason Gurley. Das ist auch im Januar diesen Jahres erschienen und ein wunderschönes Cover, wie ich finde. Also das hat mich direkt angesprochen und ich mag auch den Namen Eleanor. Finde ich super, super schön. Ist mal was ganz anderes. Und das Leben der jungen Eleanor gerät völlig aus den Fugen, als ihre Zwillingsschwester Esme bei einem Autounfall stirbt. Der Vater verlässt die Familie, die Mutter ergibt sich dem Alkohol. Doch dann tritt eines Tages Eleanor in der Schule durch die Tür der Cafeterie und findet sich in einer völlig anderen Zeit und einem völlig anderen Ort. Und sie merkt da relativ schnell, dass doch da irgendwas Merkwürdiges, Magisches passiert ist, und sie ist dann diesen Geheimnissen eben auf der Spur, und dieses Geheimnis führt vielleicht tatsächlich zu dem Tod ihrer Schwester. Und ich mag auch hier so diesen Gedanken, dass man vielleicht durch irgendeine andere Zeitebene, Weltebene irgendwas verändern kann, was einem vielleicht in der aktuellen Zeitwelt nicht so gefällt, oder irgendwie dass sich da was blockiert hat oder sich gegenseitig verhindert oder wie auch immer, und das mag ich ja relativ gerne und bin hier auf Eleanor natürlich auch mega gespannt. Einfach, ich bin halt ein neugieriger Mensch. Und da interessiert mich natürlich auch, was hat es mit der Tod der Schwester auf sich? Wie kam sie da durch die Tür in irgendeine andere Welt, in eine andere Zeit, an einen anderen Ort? Was hat es vielleicht tatsächlich miteinander alles zu tun? Und das klingt einfach spannend. Und deswegen durfte dieses Büchlein bei mir einziehen. Auch eingezogen ist Angel Fall Teil 2, Tage der Dunkelheit, von Susan E. Das Buch wurde ja endlich weitergeführt und weiter übersetzt. Und ich habe den ersten Teil im November, glaube ich, gelesen, wenn es nicht Oktober war. Und freue mich jetzt sehr auf diesen zweiten Teil, der ja sehr dunkel ist, so eine Art Endzeit ist, wo die Engel eben auf die Erde gekommen sind und alles unter sich sozusagen die Macht angerissen haben und die Menschen eigentlich auf der Flucht sind. Und wir haben da eben eine tolle Protagonistin. Wir hatten dieses Feeling,
Frühling mit diesen doch nicht immer guten Engeln, wie wir sie ja klassischerweise kennen, und eben dieses Endzeitgefühl. Es war sehr spannend, sehr packend, die Sprache war toll im ersten Teil und ich freue mich da auf jeden Fall auch, wie es mit dem zweiten Teil weitergehen wird. Dann ist bei mir eingezogen das Dezemberbuch von Jackie Fellgut, von Worten berührt. Das ist, glaube ich, noch am 31.01., am 31.12. oder am 1. Januar erschienen. Und ich bin ja ein großer Jackie Fellgut-Fan und bin natürlich auch hier neugierig. Denn wir haben hier auch wieder so eine romantische, moderne Geschichte über die Liebe, das Leben und die Macht der Worte. So hat sie es wunderbar beschrieben. Wir sind hier bei Penny. Sie möchte Schriftstellerin werden, hat diesen Traum schon lange Zeit. Das ist aber gar nicht so leicht, wenn man ein dreijähriges Kind zu Hause hat, um das man sich kümmern muss und ich glaube auch noch allein kümmern muss und eben auch noch nebenbei irgendwie Geld verdienen muss und ja, da wird man dann halt nicht direkt Bestseller-Autorin. Und das Schlimme ist aber, dass sie direkt bei einem Bestseller-Autor auch noch arbeitet als Assistenz, der ja, es ihr auch nicht allzu leicht macht und manchmal bekommt man aber vom Schicksal einen Schubs. Und ich bin sehr gespannt, welcher Schubs das bei Penny sein wird. Ich mag den Stil von Jackie Fellgut unglaublich gerne. Ich mag, dass es da schnell zur Sache geht, dass es wunderbare romantische Momente hat, dass es nie zu kitschig wurde bisher. Und mich haben all ihre Bücher mitgerissen. Und ich hoffe auch, dass das bei ihrem 12. aus diesen 12 Bücher im 12-Monaten-Projekt dann eben auf jeden Fall geschafft wird. Weiter geht es mit zwei Fortsetzungen, und zwar Eis wie Feuer von Sarah Raasch, erschienen im CBD-Verlag. Endlich geht es weiter. Schnee wie Asche ist ja bereits im Mai 2015 erschienen, wurde zumindest da von mir gelesen, ein, zwei Monate hin oder her. Und ich habe es hier im Januar nochmal gereadet und mich hat ja der erste Teil wirklich gepackt und gefesselt. Und ja, wir sind hier in einer sehr High-Fantasy-Welt mit Magie, mit starken Charakteren, mit tiefgründigen Bösewichten, würde ich es mal nennen. Und ja, alle wollen nur das eine, nämlich die Macht über die magischen Kräfte der einzelnen Königreiche, die hier nach Jahreszeiten benannt sind. Und im Winter, wo wir eben anfangen, beim ersten Teil, treffen wir eben Mayra, die ja eben im Winterkönigreich lebt, das ja im Grunde besiegt wurde von Frühling, wenn ich mich nicht irre, oder Sommer, von irgendeiner anderen Jahreszeit, und ja, wie Sklaven gehalten werden, unglücklich sind, Gefangene sind und Mayra eben helfen möchte, um ihr Volk zu befreien. Und ja, damit geht es dann eben so ein bisschen im ersten Teil. Und es ist eben eine sehr, sehr High-Fantasy-lastige Welt, die, glaube ich, tatsächlich nicht jedem liegt. Mir hat aber Mayra sehr, sehr gut gefallen im ersten Teil. Ich fand, das war eine Protagonistin, mit der ich mich absolut glücklich geschätzt habe, wo ich echt zufrieden war, wie die ausgearbeitet wurde. Dass eben auch mal im High-Fantasy vielleicht eine Frau eine Art Helden-Machtrolle bekommt, ist ja eher selten. Das hat mir hier bei Sarah Raasch unglaublich gut gefallen. Und ich mag einfach diese ganzen Gedankengänge mit diesen Jahreszeitenwelten und diesen Jahreszeitenwechsel Königreich. Und eben auch, dass man eben nicht immer nur böse und gut hat, sondern eben auch diese Grautöne dazwischen, was ja gerade auch George R. Martin wunderbar immer wieder darstellt. Und das hat mir auch sehr gut gefallen. Es ist eben Jugend-High-Fantasy, es ist ein bisschen seichter, ein bisschen leichter, aber eben an mancher Stelle schon sehr brutal und auch ja wirklich packend und spannend. Und ich freue mich da sehr auf den zweiten Teil. Ich habe ja schon angefangen mit Lesen und denke, werde das jetzt auch im Januar noch beenden. Der nächste zweite Teil wurde bereits gelesen von mir, und zwar aus der New York Diaries Reihe, und zwar Sarah von Carrie Price. Das ist ja ein Gemeinschaftsprojekt von Anne Freitag alias Ellie Taylor und Carrie Price, wohinter sich ja Adriana Popescu versteckt. Es ist kein New Adult, keine Angst. Ich habe von Adriana gehört, dass sehr viele Buchhandlungen diese Buchreihe bei New Adult hinstellen. Das ist es aber überhaupt nicht. Es ist eine, also zum ersten sind natürlich die Charaktere viel älter. Hier, glaube ich, schon kurz vor den 30 ist Sarah, und es hat überhaupt nichts groß mit Erotik oder sonstigen Dingen zu tun. Es ist eben, ja, unterhaltsame, flirty Lebens-, Liebesgeschichte, so alles so in einem. Es ist nicht ganz so humorvoll vielleicht wie Chiclet. Es ist so ein bisschen ernsthafter, würde ich es nennen. Und ja, hat mir große Freude bereitet im Januar und ist auch optisch wirklich wunderschön. Auch wenn man es ausklappt, hat man hier so eine Skyline und die Musikliste, die man auch auf Spotify hören kann. Und hinten sieht man in der Ausgabe dann eben auch noch die
Bücher in Komplettform, denn es erscheint ja noch ein dritter Teil. Das wird dann Phoebe sein und der vierte Teil ist Zoe und die beiden Autorinnen haben sich eben abgewechselt. Und ja, das ist eben das zweite Buch. Man kann sie komplett unabhängig voneinander lesen. Man könnte auch mit dem zweiten Buch der Reihe anfangen, wenn man das denn möchte. Dann kam mein Geburtstag und jetzt habe ich hier schon irgendwas durcheinander gebracht. Dann kam mein Geburtstag und da sind auch einige Bücher bei mir eingezogen. Zum einen wurde mir geschenkt von Melanie Rabe Die Falle, ein Thriller, den ich schon länger auf der Wunschliste habe. Und jetzt ist klar, glaube ich, der zweite Teil erschienen dazu. Ich weiß gar nicht, ob er absolut dazugehört oder nicht und ich schon überlegt habe... Ja, oder das zweite Buch von Melanie Rabe, ich glaube so, ich krieg's gerade nicht mehr zusammen. Und dann ist dieses Büchlein bei mir angekommen zum Geburtstag, ich habe mich mega darüber gefreut. Und das ist eben ein Thriller, ja, hier haben wir die Protagonistin, die den Mörder ihrer Schwester kennt und sie schreibt dann eben ein Buch für ihn und stellt sich selbst eben als Falle, ich glaube als Köder bereit. Und ja, hier hinten heißt es auch ganz toll, würde Alfred Hitchcock noch leben, würde er sich mit David Fincher um die Filmrechte prügeln. Melanie Rabe, extrem spannendes Debüt, heißt nicht nur Die Falle, der Thriller ist selbst eine. Lesen Sie die ersten Sätze und Sie sind gefangen in einen atemberaubenden, absolut fesselnden Leseerlebnis. Und wenn das Sebastian Fitzek sagt, ja, was soll ich dazu sagen, kann ich nicht widersprechen, bin ich sehr, sehr gespannt. Es sieht aktuell so aus, wie wenn wir diesen Thriller gemeinsam im Leseclub Ende Februar lesen werden. Also guck mal in die Infobox, da findet ihr den Leseclub, da steht das zur Auswahl. Weiß jetzt gerade nicht mehr, wenn das Video online kommt, könnte, ja, sollte es auf jeden Fall vielleicht noch dastehen. Ja, ich glaube, könnt ihr heute noch abstimmen und ja, aber aktuell sieht es ganz gut aus, dass wir diesen Thriller zusammenlesen. Und weiter geht es mit dem nächsten Buch, das ich zum Geburtstag geschenkt bekommen habe. Und zwar von Becky Chambers, Der lange Weg zu einem kleinen, zornigen Planeten. Und ja, dieses Büchlein ist bei mir eingezogen, ist schon eine ganze Weile auf meiner Wunschliste und ich fand das immer bei anderen, klang das so unglaublich spannend und ich war so neugierig darauf. Und ja, wir sind hier an Bord der Wayfarer und die junge Rosemary möchte vor allem eins, ihren Heimatplaneten Mars und ihre Vergangenheit hinter sich lassen. Und ja, sie geht eben auf die klapprige Wayfarer mit ihrer skurrilen Besatzung und ja, da startet sie los, um dann eben auf einen anderen Planeten zu reisen. Und das ist eben ja, der Beginn des Abenteuers ihres Lebens und hier hinten heißt es ein erstaunliches, zutiefst optimistisches Weltraumabenteuer, das uns den Glauben an die Science Fiction und an die Menschheit zurückgibt. Und ich bin da mega gespannt. Aus dem Thor Verlag. Und habe ich mich unglaublich drüber gefreut. Ja, sieht auch optisch echt cool aus. Und ich mag ja Science Fiction und habe das ja gerade so die letzten 2 Jahre wieder sehr zu lieben und schätzen gelernt und vertiefe mich immer wieder gerne in Science Fiction und da freue ich mich darauf. Und mal gucken, was es mit dem kleinen zornigen Planeten so auf sich hat. Ja, dann ein Buch, mit dem mich die liebe Susan angefixt hat. Ich kann es nicht anders ausdrücken. Ja, es ist Der einsame Wolf von Joe Deva, Flucht aus dem Dunkel. Ja, es ist auch von Susan, so viel kann ich verraten. Ich wollte jetzt keinen Namen nennen, von wem ich die Bücher so geschenkt bekommen habe, aber hier kann man, denke ich, den Ursprung gut erkennen. Susan spricht ja seit Wochen von nichts anderem als von ihren Spielenbüchern und das sind ja sehr fantasy-lastige Bücher und es ist ja so, dass man da drin eben mehr spielt und die Geschichte selbst an sich sozusagen erfährt. Und ja, sie hat mich hier so angefixt und ich hatte 2, 3 Varianten dieser Bücher schon auf der Wunschliste und an meinem Geburtstag kam dann eben dieses Päckchen an mit dem einsamen Wolf und noch so ein bisschen anderen Dingen und hier bin ich wirklich mega gespannt und mein Name ist dann eben Einsamer Wolf. Bei einem hinterhältigen Angriff der schwarzen Lords wird das Kloster, in dem du zum Kai ausgebildet wirst, vom Feind zerstört. Du bist der einzige Überlebende. Na, das fängt ja schon mal gut an. Und es hat sogar einen Fantasy Award Bestes Spielbuch 2010 bekommen. Ich bin mega gespannt. Ich kam echt noch nicht dazu, mich damit intensiver zu beschäftigen. Ich möchte das jetzt unbedingt tun. Ich habe dazu auch noch so ein Spiel Heft bekommen, das wirklich wie ein Magazin aussieht. Ich glaube, das ist so zum Probieren, zum Einsteigen und dann werde ich mich an diese Geschichte machen. Bin mega gespannt darauf. Und es gibt ja verschiedenste Arten von diesen Spielbüchern. Susan hat jetzt auch letztens erzählt, dass es sowas in so einer Chicklet-erotischen Reihe irgendwie gibt und also das ist schon irgendwie interessant, ne? Also ich weiß, dass es das früher schon mal gab, vielleicht so vor 20 Jahren, wie man jung war.
Und weiß ich gar nicht, ja, ne, wo man so sich dann entscheiden muss, gehst du rechts oder links, und dann macht die Geschichte eben gegebenenfalls, ne, was anderes. Und ich bin da einfach neugierig. Also Susan, wenn du das siehst, vielen lieben Dank an dich. Und ich packe auf jeden Fall ihre Videos zu diesen Spielbüchern auf jeden Fall auch mal in die Infobox. Und da habe ich mich auch sehr darüber gefreut. Also wie, ja, ihr merkt, ich bin bei jedem meiner Bücher unglaublich begeistert. Und ja, komm da, ach ja. Ja, was, muss ich jetzt mal kurz auf meine Liste gucken. Dann gab es ja das Hangout mit Adriana Popescu. Und sie hat ihr Lieblingsbuch eigentlich in jedem zweiten Satz benannt. Und das ist, Das also ist mein Leben von Steffen Kosboski. Ich hoffe, man spricht ihn so aus. Und ich hatte einen Audible-Gutschein und das Buch gibt es mit einer sehr schönen Stimme, ja, also mit einem tollen Sprecher, eben als Hörbuch. Und da habe ich mir das auch geholt, denn es ist die Romanvorlage zum Film Vielleicht lieber morgen mit Emma Watson. Und ich habe den Film tatsächlich auch noch nicht gesehen und dachte, Mensch, Steffi, da ist irgendwas an dir vorbeigegangen. Werde jetzt aber auf jeden Fall erst das Hörbuch hören, bevor ich dann eben zum Film greife. Und wir haben einen 16-jährigen Charlie, der in seinem ersten Jahr an der Highschool ist und so einige Probleme hat, wie Mädchen, mit der Schule selbst, mit sich selbst, und ja, zumindest scheint es so, doch er schreibt wohl Briefe, und in diesen Briefen an einen unbekannten Freund wird deutlich, dass Charlie eine, ja, ganz besondere Sicht auf die Welt hat. Er beobachtet die Menschen um sich herum und fragt sich, ob sie ihr Leben so leben, wie sie möchten, oder verzweifelt versuchen, irgendwie eine Rolle zu leben für ihr Leben, um die Welt, um das Leben dann auch irgendwie zu begreifen. Und ja, Adriane hat mich so angefixt, was blieb mir anderes übrig, als mir dieses Büchlein zuzulegen. Und ich dachte, dass das tatsächlich ein Buch ist, was man eben auch hören kann, weil mir auch einfach der Sprecher gut gefallen hat. Und so habe ich da zugegriffen. Dann war ich Popescu infiziert und habe ja, meinen ersten Gutschein eingelöst, zumindest so zu einem Teil. Ja, ich hatte einen Medimobs-Gutschein und Thalia-Gutscheine auch. Und da sind jetzt drei Adriana Popescu-Bücher bei mir eingezogen. Beginnend mit Ewig und Eins. Was ist bei Thalia, ich glaube, für 3,99 als Mängelexemplar gekennzeichnet gab, obwohl es keinerlei Mängelexemplar hat. Aber ja, Ewig und Eins ist, glaube ich, das Buch, mit dem ihr erstes Verlagsbuch gewesen, wenn ich mich nicht irre. Und das heißt hier, die erste große Liebe vergisst man nie. Sie dachten, ihre Freundschaft wäre für immer, doch dann kam das Leben. Nach 7 Jahren Funkstille sehen sich Ben, Jasper und Ella auf einem Klassentreffen wieder. Als die Feierlichkeiten zu Ende gehen, beschließen die drei noch weiter zusammen, um die Häuser zu ziehen, wie damals. Nur für eine Nacht, doch noch immer sind viele Fragen offen, und je später es wird, desto schneller schlägt Ellas Herz, bis ein paar über die Jahre hinweg getretene Worte es brechen lassen, vielleicht für immer. Mega gespannt. Ich mag solche Geschichten sehr, wenn sich Menschen nach Jahren wiedersehen, etwas an Gefühlen sie vielleicht aufgestaut haben, und man einfach auch immer interessant dann eben ist, was denn Leute eigentlich nach 7 oder 10 Jahren oder was auch immer einem erzählen. Und ja, bin ich sehr gespannt drauf, freue ich mich. Dann habe ich 5 Tage Liebe ergattert in dieser sehr, sehr schönen Ausgabe, wie ich finde. Ja, und dann, das ist, ich weiß jetzt gar nicht mehr, was das, ich glaube, das ist das, war auch noch als Self-Publisher herausgekommen, weil hier auch noch kein Verlag drauf ist, war das ihr zweites Buch, wenn ich mich nicht irre, das weiß ich jetzt gerade leider nicht im Kopf. Wir haben hier Jonas Fuchs, charmant und etwas schräg, ist Dauersingle, die Sache mit der Liebe hat er längst aufgegeben. Bis er für den Junggesellenabschied seines besten Freundes die Stripperin Maya engagiert und sich Hals über Kopf in sie verknallt. Was passiert nach der Liebe auf den ersten Blick? Eine ehrliche, berührende, durch und durch romantische Geschichte über die wahre Liebe und das echte Leben. Und ich glaube, dass das Adriana wirklich unglaublich gut kann. Und sie hat mich mit Lieblingsmomenten ja letztes Jahr wirklich unglaublich begeistert. Und ich freue mich da sehr. Und es fühlt sich wunderbar Self-Publisher-mäßig an. So von, das ist so eine andere Griffigkeit. Und so auch versehentlich verliebt in dieser alten Ausgabe, wie mich Adriana dann hat wissen lassen. Das war ja ihr Durchbruch als Self-Publisher, wo dann eben der Verlag auch auf sie aufmerksam wurde. Und hier heißt es Verlorene Gepäckstücke und Herzen. Und Dreaming of a White Christmas, nicht für Pippa. Auf dem Weg nach Berlin bleibt die Reisebuchlektorin und Expertin für Liebeskummer im eingeschneiten Stuttgarter Flughafen hängen, und das ausgerechnet am Heiligen Abend. Dort trifft sie auf den ebenfalls gestrandeten Hamburger Lukas. Sein frecher Charme wärmt Pippas chronisch gebrochenes Herz. Die beiden erleben alles andere als eine stille Nacht am Flughafen, denn plötzlich hat sich Pippa versehentlich verliebt. Romantisch, amüsant und hoffnungslos weihnachtlich, versehentlich verliebt, der neue Roman von Adriana Popescu.
Ja, ich freue mich drauf. Also es passt jetzt gerade, glaube ich, nicht vielleicht so in die Sonnenstimmung, aber es kommt bestimmt nochmal so ein typischer Wintertag, an dem ich dann ein Weihnachtsbuch oder eine Liebe um Weihnachten herum sozusagen verschlingen werde. Also ich glaube auch dadurch, dass es auch wirklich nicht sehr dick ist, hat nur knapp 200 Seiten. Ja, sehe ich mich schon, das in einem Rutsch durchzulesen. Ich finde auch hier die Aufmachung wirklich sehr schön. Also ich mag tatsächlich auch die Self-Publisher-Cover ganz gerne. Die wirken tatsächlich ein bisschen erwachsener, wie zum Beispiel Ewig um eins aus dem Piper Verlag. Aber ja, Cover sind ja unbedeutend. Also zumindest in meiner Welt, ne? Dann ist bei mir eingezogen, meine Güte, sind gar kein Ende, Hope and Despair, und zwar der erste Band, denn den gab es zu einer Aktion, ich glaube für 1,99 habe ich mir aber auch über einen Thalia-Gutschein als E-Book geholt, denn die liebe Lena hat so davon geschwärmt. Und zwar ist Hope and Despair von Carina Müller und der erste Teil heißt Hoffnungsschatten und es heißt hier, wahre Gegensätze finden immer zueinander. Sie sind buchstäblich ein Geschenk des Himmels. Zum Dank für die heimliche Rettung eines schiffsbrüchigen UFOs bekam die amerikanische Regierung einst 12 übermenschliche Babys geschenkt. 6 Mädchen und 6 Jungen, jeweils für die guten und die schlechten Gefühle der Menschen stehen. Dies ist genau 17 Jahre her und die Babys sind nicht nur groß geworden, sondern wurden auch voneinander getrennt. Während Hope und die anderen 5 Mädchen sich als Probas dem Guten im Menschen verpflichten, verhelfen die männlichen Improbas dem kriminellen Untergrund zu Geld und Macht. Bis zu dem Tag, an dem die Improbas ihre Gegenspielerinnen aufspüren und nur Hope entkommen kann. Mit ihrem Gegenpart Despair, dicht auf den Fersen. Und die liebe Lena hat so geschwärmt von der Trilogie, die hat ein Video zur ganzen Reihe gemacht, findet ihr auch unten in der Infobox. Und sie hat mich dann eben auf den günstigen Preis hingewiesen, auf diesen Aktionspreis von 1,99. Und ich dachte, Mensch, du liest gerne E-Books, das klingt unglaublich spannend, so ein bisschen Science-Fiction mit dem Gut und dem Böse und da wird natürlich auch ein bisschen was dazwischen passieren und ich fand auch einfach, wie Lena davon geschwärmt hat, fand ich es großartig und wollte es unbedingt lesen und habe mir jetzt den ersten Teil auf jeden Fall mal geholt und werde hoffentlich Februar, März auch dazu kommen, es dann zu lesen. Dann ist bei mir das neue Buch von Laura Newman eingezogen, This New World. Hier durfte ich testlesen, was ich auch im Januar getan habe. Und ich möchte gar nicht so viel verraten, außer dass ich mich sehr gefreut habe, dass ich es testlesen durfte, dass es eine tolle Geschichte ist, dass es ein geiles Cover ist und dass ich jetzt natürlich auf die weitere Überarbeitungsphase und so gespannt bin, was da noch kommt. Und ich mich auch auf den zweiten Teil freuen. Ich hoffe, dass Laura zügig am zweiten Teil dann arbeiten kann, wenn sie dann spätestens in die Wildnis fährt, weil der Cliffhanger am Ende echt gemein ist. Aber ja, da müsst ihr jetzt durch, aber ihr seid jetzt gecliffhanged, wenn man so will. Das Buch soll ja noch vor der Leipziger Buchmesse erscheinen, also ich denke Ende Februar oder im März. Und ihr müsst also gar nicht mehr allzu lange warten. Und geplant ist ja dann der zweite Teil noch vor der Frankfurter Messe, also vor Mitte Oktober. Und ich denke, dass das wirklich eine angenehme Wartezeit ist für eine zweiteilige Reihe, um dann eben auch den zweiten Teil sozusagen zu lesen. Dann ist bei mir eingezogen, ganz überraschenderweise, aus dem CPT Verlag Rater 9. Ich hatte gar nicht damit gerechnet, dass es bei mir in dieser Form einzieht, von Veronica Ross. Das ist ja die Autorin von Der Bestimmung. Da fand ich ja den ersten Teil brillant, den zweiten Teil sehr gut, den dritten Teil okay. Das Ende war nicht meins und über die Verfilmung vom Band 2 und 3 wollen wir gar nicht sprechen. Der erste Teil wurde ja noch recht ordentlich verfilmt. Spätestens dann war es vorbei. Das hier ist jetzt aber etwas ganz anderes. Ich habe auch schon gehört, dass es nicht sehr jugendbuchmäßig mehr sein wird, denn es ist Fantasy in einer völlig neuen Dimension. Das heißt hier, sie können unterschiedlicher nicht sein. Syra, Schwester des tyrannischen Herrschers Rüssek, das sind Namen, vom Volk der Schotet und Arkos vom benachbarten, friedlebenden Volk. Durch die Vergangenheit ihrer Vorfahren verfeindet, durch die Schicksale ihrer Familien verbunden, trotz aller Widerstände, kommen sie sich näher und müssen sich entscheiden, sich gegenseitig zu helfen oder zu zerstören. Es wird eine zweiteilige Reihe werden. Ich weiß noch gar nicht, ob schon feststeht, wann der zweite Teil erscheint. Es scheinen zweite Teile tatsächlich aktuell im Trend zu liegen. Und es klang vom Klappentext unglaublich spannend. Und ich weiß, dass Veronica Ross schreiben kann. Das hat sie in Bestimmung 1 und 2 auf jeden Fall gezeigt. Ich weiß nicht, was ihr bei Bestimmung 3 wirklich dann irgendwie passiert ist. Und ich bin mega, mega gespannt auf diese Art Science-Fiction, Endzeit, Dystopie. Es soll doch recht brutal sein. Es soll nichts für wirkliche Jugendliche sein. Und ich sehe jetzt auch, also ich meine, es ist ja erschienen im CBT-Verlag, was ja grundsätzlich dafür spricht, dass es ein Jugendbuch ist, aber ja,
mal gucken, wie ich es so finde. Also ich habe mir auch noch keine Rezension großartig dazu angesehen. Man bekommt natürlich trotzdem so einen Tenor immer mal mit oder auch Leute, die man kennt, die es gelesen hat, fanden es tatsächlich eher ein bisschen schwierig. Ich bin total neugierig drauf. Also ich freue mich jetzt, das im Februar zu verschlingen und ja, freue mich auf die Bestimmung. So, jetzt wird der Berg rechts immer größer. Jetzt muss ich gleich mal ein bisschen anders schlichten. Dann ist ein Buch von Avel bei mir eingezogen. Die liebe Bina vom Kanal Kapitelchen hat mich darauf hingewiesen, dass es Lockwood 2 von Jonathan Stroud, der wispernde Schädel, aktuell für 9,99 bei Avel gibt. Und Avel ist ja, ja Mängelexemplar-Verkäufer sozusagen. Und an dem Mängelexemplar ist ja eigentlich nichts Großartiges kaputt, außer der Stempel. Es ist ja nur so, dass da einfach die Preisbindung im Grunde aufgehoben wurde. Ich glaube, nach 2 Jahren oder 2,5 Jahren darf das sein. Und ich habe ja Lockwood und Co. hier stehen, noch nicht gelesen. Und eigentlich bin ich auch ja kein Mensch mehr, der sich zweite Bände zulegt, wo er nicht weiß, ob ihm der erste Band gefällt. Aber, jetzt kommt das große Aber. Ich glaube, dass mir tatsächlich Lockwood und Co. unglaublich gefallen wird. Und ich diese Schnäppchen, ich hätte mich sonst einfach geärgert, wenn ich das Doppelte dafür bezahlt hätte. Weil ich glaube, sonst kostet das ja tatsächlich 19,99, wenn ich mich nicht irre. Und ich habe jetzt noch eine größere Motivation, um Lockwood und Co. zu lesen. Und ich glaube, dass wir das auch auf jeden Fall noch im ersten Quartal lesen werden. Auch hier gibt es ein paar Leute, die mitlesen werden. Ich glaube, zusammen motiviert man sich einfach immer mehr. Und ich finde auch das Cover unglaublich geil. Ja, bei Lockwood und Co., ich glaube, man kann jetzt hier hinten gar nicht so viel erzählen. Es ist ja eher auch so ein bisschen Urban Fantasy, ein bisschen jugendlich. Es ist ja auch im CBD-Verlag erschienen. Und ich muss ehrlich gestehen, ich habe mir da den Klappentext zum zweiten nicht durchgelesen, weil ich mich ja nicht spoilern lassen wollte zum ersten. Ein wunderschöner zweiter Band. Ja, das ist echt blöd, weil manchmal ist das ja tatsächlich so, dass zweite Bände einen dann spoilern und das ist halt ärgerlich, wenn man den erst noch nicht gelesen hat und dementsprechend kann ich euch jetzt gar nicht sagen, wie es hier irgendwie um was es geht, weil ich selbst nicht weiß, sondern ich ja erst den ersten Teil lese und dann sehen wir weiter. Der wispernde Schädel, 9,99 bei Avel. Dann ist bei mir eingezogen Ein Käfig aus Rache und Blut von Laura Labas. Ich war hier schon seit längerem angefixt. Ich fand ja die Unwandelbar-Reihe von Laura Labas im letzten Jahr wirklich grandios und hatte ihr neues Buch schon länger auf der Wunschliste und dachte mir aber auch, Mensch, ach, bis der zweite Teil erscheint, da wartest du noch ein Weilchen. Und irgendwie wurde aus dem Weilchen dann eine ganze Weile. Und jetzt habe ich aber zugegriffen. Und zwar für 4 Euro über den Drachenmond Verlag, die ja wirklich bombastische E-Book-Preise haben. Also jeder, der gerne E-Books liest, der ist beim Drachenmond Verlag absolut richtig, weil hier wirklich die Preise fair sind und ich wirklich ganz, ganz toll finde. Auch das ganze Konzept vom Drachenmond Verlag. Ja, wir sind hier Ein Käfig aus Rache und Blut. Ich habe es auch im Januar jetzt direkt verschlungen. So viel kann ich sagen. Mehr dazu dann in der Bücherwoche, die, glaube ich, schon online gegangen ist. Ja, richtig. Und oder halt, wenn ihr das Video seht, ist sie auf jeden Fall schon online gegangen. Und wir hier in einer düsteren Dämonenwelt unterwegs sind. Die Menschen wurden von den Dämonen verdrängt, ihrer Macht beraubt und können eigentlich nicht mehr gefahrlos leben. Und wir haben hier ein junges Mädchen, die Rache nehmen möchte, die den Rachedurst in sich spürt, denn Dämonen haben ihre Familie ausgelöscht. Doch dann kommt alles anders und sie wird von Dämonen gefangen genommen und ja, merkt dann doch recht schnell, gut und böse, das ist eben nicht immer schwarz-weiß. Ein spannendes Buch, es klang auch total ja, düster und dunkel und geheimnisvoll und mystisch und mit Dämonen. Und Laura Labas hat ja bei der Unwandelbar-Reihe wirklich so gezeigt, dass sie Charaktere unglaublich tiefgründig und spannend zeichnen kann. Und das hatte ich mir von diesem Buch auch erhofft. Zudem soll der zweite Teil Ende Februar, Anfang März herauskommen. Und ich bin schon total gespannt und neugierig und werde das auf jeden Fall dann auch lesen. Dann kam ein nachträgliches Geburtstagsgeschenk bei mir an und zwar Boy 7 von Miriam Moos. Vertraue niemanden, nicht einmal dir selbst, erschienen im Arena Verlag. Und hier haben wir Boy 7, kommt auf einer glühend heißen, kahlen Grasebene zu sich und weiß weder, wohin er unterwegs ist, noch woher er kommt. Er weiß nicht einmal mehr, wie er heißt. Die einzige Nachricht auf seiner Mailbox stammt von ihm selbst. Was auch immer passiert, rufe auf keinen Fall die Polizei. Wer er ist, wie ist er hierher geraten und wem kann er noch vertrauen? Ein unglaublich spannend klingendes Buch, von dem ich noch nie was gehört habe und auf das ich mich tatsächlich freue. Und da es auch nicht sehr dick ist, ist es auch mal was, was man so
ja, einfach nebenbei mit einem anderen Buchprojekt lesen kann, wie ich finde, und bin sehr gespannt darauf. Ja, war ein überraschendes Geburtstagsgeschenk und auch ein Buch, das nicht groß auf der Wunschliste oder so stand, aber man muss sich da einfach mal überraschen lassen, und das lasse ich auf jeden Fall von diesem Buch, lasse ich mich überraschen. Meine Güte, jetzt hier, ne? Dann kam ja, die Medimops-Bestellung bei mir an, denn ich hatte mir 3 Bücher von meinem Gutschein bestellt und jetzt sitze ich hier irgendwie komisch. Und habe auch noch für eine Freundin 2 Bücher mitbestellt. Und deswegen hatte ich keine Medibobs-Unpacking-Video in irgendeiner Art und Weise gemacht. Es ist bei mir eingezogen Lockout von Oliver Uschmann und Silvia Witt. Ein Buch, das mir die liebe Anita empfohlen hat, mit der ich auch schon einige Bücher gelesen habe und im regen Austausch stehe. Und sie hat mir das damals direkt auf WhatsApp geschickt und gesagt, Steffi, das ist auf jeden Fall was für dich. Ich muss ehrlich gestehen, ich habe mich noch gar nicht so sehr damit beschäftigt. Es klang nur dann tatsächlich unglaublich gut. Und wenn Anita mir was empfiehlt, da kann ich mich drauf vertrauen. Hier heißt es, alles hinweg, alles muss raus. Als Paul nach dem Abitur plötzlich allein da steht, verkauft er übermütig sein Hab und Gut und begibt sich auf einen Survival-Trip in den Wald. 100 Tage will er dort überleben mit nichts in der Tasche, außer seinem Laptop, den er möchte online davon erzählen. Ein paar Blog-Einträge später entwickelt sich der Aussteiger zum Shooting-Star und muss feststellen, der Mediendschungel ist viel fieser als der Wald. Doch einen Menschen gibt es, dem Paul offen sein Herz ausschütten kann. Das mysteriöse Retro-Girl 18, dass er sich Mail für Mail mehr verliebt, obwohl er es noch nie getroffen hat. Der Roman zum Selbstversuch. Ich bin mega gespannt darauf. Also gerade was so Minimalismus und sowas angeht, bin ich ja sehr offen. Da rennt man bei mir auf jeden Fall Türen ein. Und ich bin total neugierig. Ich finde auch das Cover total geil. Also ich weiß gar nicht so richtig. Ja, ich finde es irgendwie cool. Und wie gesagt, wenn es Anita mir empfiehlt, dann kann es nichts Schlechtes sein. Und da bin ich wirklich sehr, sehr neugierig. Gab es für... Ich habe jetzt leider die Preise nicht aufgeschrieben, dadurch, dass ich es mit dem Gutschein bezahlt habe. Habe ich mir nicht gemerkt. War auf jeden Fall nicht allzu teuer. Dann ist bei mir eingezogen Die Verlassenen von Tom Perrotta. Und zwar ist das die Buchvorlage zur doch schon relativ gehypten Serie The Leftovers, die ja, glaube ich, doch tatsächlich auch mittlerweile in Deutschland recht bekannt ist. Und ich habe die erste Staffel hier bekommen zum Geburtstag und dachte mir, bevor du auch vielleicht tatsächlich die Serie anfängst, liest du mal das Buch. Habe ich ja damals bei The 100 so ähnlich gemacht. Hier ist es ja so, dass auf einmal Millionen von Menschen von der Erde verschwinden durch eine Apokalypse. Und es geht eben um die Zurückgelassenen, wie die mit der veränderten Welt umgehen, in der plötzlich Nachbarn, Freunde, Verwandte und Geliebte fehlen. Und ja, wie das Leben dann eben gnadenlos weitergeht. Und hier heißt es, wir sind Mitglieder der schuldigen Rests. Wir haben ein Schweigegelübde abgelegt. Wir stehen vor ihnen als lebende Erinnerung an Gottes fürchterliche Macht. Sein Urteil ist über uns gekommen. Und es klingt nach einer unglaublich düsteren, apokalyptischen Endzeitgeschichte. Und allein dieses Cover irgendwie sehr geil, ne? Ja, und ich glaube, bevor ich mit der Serie anfange, werde ich auf jeden Fall erstmal in das Buch lesen und schnuppern und bin dann mega gespannt. Ich weiß noch nicht, ob es tatsächlich 100% was für mich ist, aber ja, ich bin einfach neugierig, ne? Und wenn man neugierig ist, dann soll man diese ja stillen, und das werde ich mit dem Büchlein tun. Und das dritte Buch habe ich mir irgendwann mal bei irgendwem auf BookTube gesehen und war total begeistert von, wie darüber berichtet wurde. Ich habe mir leider nicht dazu geschrieben auf meiner Wunschliste, bei wem ich es gesehen habe. Und zwar von Sarah Butler, Alice wie Daniel Caesar. Ist jetzt nicht das klassische Buch wahrscheinlich, was man sich bei mir so vorstellt, aber ich fand, die Schwärmerei war einfach großartig. 5 Farben, die ein ganzes Leben bedeuten. Für den obdachlosen Daniel ist jeder Buchstabe mit einer Farbe verbunden. Seit Jahren streift er durch London und sammelt Papierschnitzel und andere achtlos weggeworfene Dinge in den Farben, die den Namen seiner Tochter bilden. Eisblau für A, Gold für L, Rosa für I, Dunkelblau für C, Grau für E. Alice. Daraus formt er kleine Kunstwerke, die er für sie in der Stadt verteilt. Daniel hat seine Tochter noch nie getroffen, bis ihm der Zufall eines Tages ihre Adresse zuspielt. Und dann heißt es, ein Buch, das voller Hoffnung funkelt. Und ich fand, auch wenn es gar nicht nach einem Buch für mich klingt, also ich gebe das auch tatsächlich offen zu, hat es mich trotzdem begeistert und gepackt. Und ich muss unbedingt wissen, was es hier mit Daniel und Alice auf sich hat und mit diesem Menschen, der Buchstaben, Farben zuordnet. Und ich bin da einfach neugierig. Also ich, ja, bin da neugierig, und ihr seht, also mich hat jedes dieser Bücher echt gepackt.
Und am liebsten würde ich sie alle gleichzeitig lesen, was natürlich leider nicht machbar ist. Ja. So many books, so little time. Und leider können wir ja mit Büchern keine Zeit kaufen. Dann war ich jetzt am Wochenende in der Thalia, um weitere Gutscheine einzulösen. Und einen habe ich zumindest eingelöst. Und zwar habe ich mir ein Menge-Exemplar geholt. Und zwar Silver Linings von Matthew Quick. Von Matthew Quick habe ich schon gelesen. Ich habe den Titelnamen wieder vergessen. Die Sache mit dem Glück. Das war ja Bartholomew, der seine Mutter verliert und dann Briefe von Richard Gere findet. Wenn ich mich nicht irre, so ist es. Oder ja, genau. Und er ja dann Briefe an Richard Gere schreibt. So war es ja. Und es war ein ganz, ganz tolles Buch. Und es hat mich damals wirklich gefesselt, gepackt und begeistert. Und Silver Linings ist ja die Buchvorlage zu einem Film, wo auch Jennifer Lawrence mitspielt und dieser Typ mit diesen eiskalten blauen Augen, den ich nicht mag. Deswegen habe ich den Film auch nicht geguckt. Ja, aber dennoch hat der Film unglaublich gute Kritiken bekommen und auch das Buch und ich finde auch das Cover. Es sieht ein bisschen aus wie von John Green. Es war als Menge-Exemplar, ist es gekennzeichnet, hat glaube ich 2,99 gekostet. Thalia hat da zur Zeit so eine Aktion gehabt. Auch 10 Taschenbücher für 10 Euro, aber ich habe leider bis auf das keins gefunden, was mich irgendwie noch angesprochen hätte und deswegen ist es bei diesem eingeblieben. Bin ich sehr gespannt, weil ich einfach Matthew Quick schon kenne, bin ich natürlich total neugierig darauf, wie mir sein zweites Buch gefallen wird. So, und dann kommen wir auch schon zum letzten Buch. Meine Güte, das ist echt, ja, das ist ein ganz schön langes Neuzugänge-Video geworden. Weswegen ich eigentlich in die Thalia gegangen bin, und zwar Fantastische Tierwesen und wo sie zu finden sind von J.K. Rowling, das Original-Drehbuch. Ja, jetzt kann man denken, Steffi, Mensch, du hast dich doch bei The Cursed Child, das verwunschene Kind, schon geweigert. Wieso zieht denn jetzt das Drehbuch zu Fantastische Tierwesen bei dir ein? Ja, was soll ich sagen? Ich bin selbst ein bisschen überrascht. Eigentlich bin ich in die Thalia gegangen, weil ich mir die illustrierte Ausgabe des Herr der Ringe holen wollte. Genügend Gutscheine, zumindest vom Wert her, hätte ich, um vielleicht mit 10 Euro mehr, hätte ich es mir kaufen können. Ich muss ehrlich gestehen, ich stand vor dem Herr-der-Ringe-Regal, ich habe es in der Hand gehabt, ich habe mir die Illustration von Ang Ling angeguckt. Es war unglaublich schwer, es war unhandlich und es war unglaublich teuer. Ich glaube fast 70 Euro. Für ein Buch, das ich in dreifacher Ausführung eigentlich schon hier habe. Und die Illustrationen konnten mich auch irgendwie nicht so vom Hocker hauen. Und ich mir dann selbst gesagt habe, klar Steffi, ist ein Geschenk nicht immer was, was man braucht oder irgendwas Sinnvolles oder wie auch immer. Ne? Es ist ja ein Geschenk. Aber wirst du zu diesem Buch je greifen, um es zu lesen? Und ich musste mir ehrlich eingestehen, nein. Es ist auch schon so bei den Harry Potter illustrierten Ausgaben, wobei die ja natürlich noch viel handlicher eigentlich sind, wie diese dicke Herr der Ringe Ausgabe. Dass ich auch schon glaube, ein Harry Potter 5 oder 6 oder gar 7, der fünfte Band ist ja der dickste, wird in illustrierter Ausgabe auch schon nicht mehr so handlich sein, dass man ihn gerne liest. Klar wird man ihn einmal lesen und ich auch werde meine illustrierten Ausgaben auch einmal lesen. Aber bei Herr der Ringe schleppt man ja den ganzen Herrn der Ringe mit sich herum, also alle drei Bücher. Das finde ich tatsächlich ein bisschen unüberlegt gewesen. Weil ich finde, hätte man drei Einzelbände, wäre das irgendwie von der Handlichkeit noch irgendwie kundenleserfreundlich gewesen. Und das hat mich echt ein bisschen gestört. Dieser Wälzer, wenn ich mir allein vorstelle, dass ich mit dem irgendwo sitzen soll, da. Ja. Und genau dieses große Aber war dann eben mein Aber, dass ich mich dagegen entschieden habe und gesagt habe: Nein, Steffi, du brauchst dieses Buch nicht. Also jetzt so als groben Begriff, aber du wirst es nie lesen. Du guckst dir die Illustrationen an, blätterst durch und dann steht es in deinem Regal. Und dafür war mir persönlich dann 70 Euro einfach zu viel. Ja, ich habe hier meine Carus-Übersetzung im Antiquariat, wird auch um ihre 60 Euro umgerechnet grob gekostet haben. Will ich gar nicht abstreiten, die war auch unglaublich teuer. Aber, das ist irgendwie. Die lese ich halt auch. Die habe ich in der Zeit, wo ich sie habe, bestimmt 3-4 Mal gelesen. Und das sind halt Taschenbücher, die kann man in die Tasche werfen, die kann man mitnehmen. Und die sehen eh nicht mehr so taufrisch aus, dadurch, dass sie ja schon aus dem Antiquariat waren. Und es sind halt Lebensbücher, ne? die mit einem leben. Und dementsprechend bin ich eben von diesem Herrn der Ringe-Regal auf dieses gestoßen. Und es schwärmen einfach auch sehr, sehr viele Menschen darüber. Also ich habe schon einige Lobeshymnen auf das Drehbuch gehört. Und
ja, ich kann jetzt schon sagen, diese Lobeshymnen sind absolut verdient. Ja, aber dazu mehr in der Bücherwoche, die da kommt. Ich habe es in zwei Rutschen weggelesen. Ich meine, klar, es sind jetzt auch, glaube ich, nur so knapp 300 Seiten, oder, wenn ich mich nicht irre? Ja, knapp 300 Seiten, die eben in Drehbuchform nochmal anders zu werten sind als ein echtes 300-Seiten-Buch, keine Frage. Man hat hier halt wirklich das Drehbuch hergenommen, wo es dann eben losgeht. 17. Szene, außen, schmale Gasse gegenüber der Bank, es ist Tag. Newt und Tina apparieren in eine enge Gasse zwischen hohen Backsteinwänden. Im Hintergrund sind immer noch Polizeisirenen zu hören. Tina, ungläubig und außer Atem, dreht sich zu Newt. Tina, wer sind Sie? Newt, es tut mir leid. Tina, wer sind Sie? Newt, Newt Scamander. Und Sie sind? Und so geht es das ganze Buch hinweg durch. Und man kann das jetzt gut finden oder schlecht finden. Es hat unglaublichen Filmcharakter und ich fand den Film so toll. Ich habe den ja zweimal gesehen, ich habe ihn absolut geliebt, ich freue mich jetzt schon auf die DVD und das ist eben ein Feeling, man spürt, dass das J.K. Rowling ist. Es hat ja auch J.K. Rowling geschrieben, dieses Drehbuch, und das ist für mich so der große Unterschied. Es ist kein Harry Potter 8, der irgendwo weitermacht, wo für mich die Geschichte eigentlich geändert hat, sondern es ist ja davor. Und ich finde, mit so Spin-Off, ist das dann ein Prequel? Ich habe keine Ahnung. Damit hat man mich. Also das gibt es ja, wenn man will, der Hobbit ist das ja zum Herrn der Ringe, das Silmarillion zum Hobbit. Es ist mal irgendwann geplant, dass es noch was gibt zu Game of Thrones, bevor eben das Lied von Eis und Feuer anfängt. Sowas hat man ja tatsächlich öfter. Und ja, also ich finde das toll. Also ich kann es gar nicht anders sagen. Deswegen hat mich hier die Entscheidung nicht so viel abverlangen wie bei The Cursed Child, was ja schon da oben tatsächlich steht, was mir meine Schwester ja zu Weihnachten mitgebracht hat, nur geliehen. Ich habe extra gesagt, es ist nur geliehen. Ich will es auf keinen Fall, glaube ich, zumindest behalten. Ich habe auch bis heute noch nicht reingeguckt. Mein Innerstes wehrt sich über Harry Potter 8. Hier hat sich mein Innerstes überhaupt nicht gewehrt und das ist ein gutes Zeichen. Einfach, weil es die Vorgeschichte ist, es spielt 70 Jahre bevor. Ich liebe Newt Scamander, ich liebe diese ganzen fantastischen Tierwesen, die uns gezeigt wurden im Film. Und es ist eine unglaublich tolle Aufmachung. Und ja, ich finde, so muss man von einem Geburtstagsgutscheinbuch eben schwärmen. Und ja, jetzt habe ich natürlich unglaublich lange über dieses einzelne Buch geredet. Ja. Ja, so war im Grunde dann auch ein Gutschein schon weg. Es sind noch so drei, glaube ich, da. Ja. Also der eine nicht mehr ganz vollständig, weil ich da ja schon die E-Books und sowas gekauft habe und Adriana Popescu und ja, ich ja dann mich auch nicht zurückhalten kann. Aber ja, jetzt einfach mal gucken, was so kommt. Ja, es waren 27 neue Bücher. Es waren 17 echte Bücher, 9 E-Books und ein Hörbuch. Mein Vorsatz, mehr E-Books, ist eigentlich im Januar erstmal gescheitert. Gescheitert ist so ein böses Wort. Ich finde 9 E-Books immer noch eine Menge. Also wenn man denkt, so ein Drittel war E-Books, ist das auch absolut in Ordnung. Und ja, es kommt ja der Februar, da nehme ich mir wirklich vor, dass es weniger wird. Das wird ein unglaublich langes Video. Ich hoffe, ihr habt überhaupt bis zum Ende zugehört. Meine Güte, 27 Bücher. Also ich muss ehrlich sagen, das gibt ja Menschen, die haben das in einem ganzen Jahr, ne? Also das ist schon, ich habe das so in einem Monat. Ich bin auch selbst wirklich positiv erschrocken. Ja. Aber ich liebe sie alle. Und ich glaube einfach, dass man das jedem Buch angemerkt hat, dass da kein Buch dabei ist, wo ich denke, oh, naja, ich weiß auch nicht, das fand ich nicht so spannend. Sondern ich immer versuche, auch überlegt, mir Bücher zuzulegen oder als Rezensionsbuch anzufragen oder was auch immer, weil ich eben schon möchte, dass es mir dann auch gefällt. Ah, ja, aber ja, es ist jetzt so. Es sind 27 Bücher. Vielleicht kennt ihr ja das ein oder andere Buch schon, vielleicht ist das ein oder andere Buch auch bei euch eingezogen. Dann natürlich gerne mal in die Kommentare. Vielleicht mag mich jemand toppen mit meinen 27 Büchern und sagt, hey Steffi, bei mir waren 27 plus 3 oder wie auch immer. Vielleicht hilft mir das. Aber gut, ich rede mich immer noch damit raus, es ist ein Geburtstagsmonat. Und man hat das ja auch tatsächlich gesehen, dass ich im Grunde viele durch Gutscheine und so gekauft habe oder dann eben bekommen habe oder zugeschickt bekommen habe oder geschenkt bekommen, was auch immer. Und ich finde, so Geschenken, das sagt man auch nicht nein. Und man sagt auch zu keinem, gebt mir keinen Thalia-Gutschein und schenkt mir kein Buch. Das ist doch doof, weil die Menschen ja auch wissen, mit was sie einem eine Freude machen können. Das ist eben Thalia, Amazon, Medimobs-Gutschein. Das ist, wenn man ein Buch zugeschickt bekommt. Und
oder geschenkt bekommt. Und es wäre doch total doof, da zu sagen, nee, nehme ich nicht, weil, also, na, ich glaube, das würde keiner von uns machen. In diesem Sinne waren das meine Neuzugänge aus dem Januar. Ich habe euch jetzt auch lange genug aufgehalten und hoffe, ihr hattet trotzdem Spaß mit diesem langen Video. Ich auf jeden Fall, es waren, sind tolle Bücher dabei. Ich bin sehr gespannt, wann sie gelesen werden und wie sie mir dann gefallen. Und ja, wünsche euch nun noch einen schönen Tag, einen schönen Abend und bis zum nächsten Video. Tschüss, eure Steffi.